Jetzt, oh, jetzt hat er einen gebissen. Ja. Nein! Nein! Ich versuche jetzt heute auf Hecht zu fischen. Wir haben hier Winter. Die Temperaturen sind sehr kalt. Das ist, sind schwierige Bedingungen, um Hechte zu fischen jetzt. Und ja, normalerweise braucht man dann fast einen ganzen Tag, bis man etwas fängt. Aber vielleicht haben wir da Glück heute. Ich habe mit Fischen begonnen, als ich ein Kind war. Mein Vater hat es mir und meinem Bruder gezeigt. Es hat mir sehr gefallen. Und als ich Profi-Fechter geworden bin nach meinem Studium, habe ich einen Ausgleich gesucht zum Fechten. Und also ich habe jetzt eigentlich zwei Taktiken. Wir versuchen es vertikal auf Hecht. Wenn ich einen Fisch, einen Hecht auf dem Echolot sehe. Hier sieht man jetzt meinen Köder, wie er auf- und abspringt. Oder ich werfe aus mit dem großen Köder auf Hecht. Ich versuche einmal in der Woche fischen zu gehen, einfach damit ich mental abschalten kann. Wenn ich am Fischen bin, dann denke ich nicht ans Fechten. Dann bin ich hier in der Natur. Ich war bereits in Kuba, in Madagaskar, in Norwegen, in Tansania. Ich habe schon sehr viele Orte besucht, um zu fischen gehen. Das sind dann meine Ferien nach der Fechtsaison. Jetzt ist der Köder am Boden und dann mache ich so kleine Bewegungen. Jetzt, oh, jetzt hat einer gebissen. Ja. Nein! Das war jetzt schade, weil es war ein Hecht und er hat mir den Köder abgebissen. Und vom Fischen habe ich sicher, man lernt Ausdauer, man lernt geduldig zu sein und im richtigen Moment, wenn ein Fisch beißen würde, müsste ich so machen. Man muss einen Fokus haben auf den Köder. Man muss die richtige Technik haben, um den Köder zu führen. Und im richtigen Moment, wenn ein Fisch beißt, muss man schnell sein. Und das ist ähnlich wie beim Fechten. Wenn ein Gegner einen Fehler macht, dann muss man sofort reagieren können. Nice, a little one. Das ist ein kleiner Barsch, den lassen wir jetzt wieder schwimmen.